You're the light, you're the night. Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein neues Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal meine Paletten, die ich habe und die ich auch benutze. So, fangen wir mit der ersten an. Das wäre die hier. Das sind 10 Color Paletten Professionell Blush. Also das sind Blushes, die sind von BH Cosmetics, sind 10 Stück drin. Wie ihr seht, in jeder verschiedenen Farbe. Es gibt auch ein bisschen dunklere, die denke ich mir, kann man für Konturieren benutzen, fürs Gesicht, also als Bronzer. Und der Rest sind so verschiedene Farben. Ich finde die sehr gut, die sind sehr gut auch pigmentiert. Und was noch gut ist, die Palette kostet auch nicht sehr viel, also ist nicht so teuer wie zum Beispiel ein Blush von MAC jetzt. Sagen wir es mal so, wenn man sich das nicht leisten kann. Dann habe ich diese Galaxy Tix Palette. Das sind gebackene Lidschatten. Es sind 18 Stück. Moment, hier ist ein Spiegel mit drin. Und Folie ist runtergefallen. So sehen die aus. Es sind 18 Stück. Die Farben finde ich auch sehr schön. Die sind alle relativ gut pigmentiert und sogar zu gut, muss ich sagen. Also, und die heißen jetzt zum Beispiel Milky Way oder Venus, Mars. Also sind so von den Planeten die Namen. Genau. Jetzt gibt es eine neue davon. Die sieht ein bisschen anders aus als meine. Ich habe jetzt die schon ungefähr seit über 2 Jahren. Deswegen hat sich die Verpackung von der neuen ein bisschen geändert. So. Dann habe ich so eine Palette. Da sind 88 Farben drin. Das ist jetzt Tropic Mate. Moment. Mal aufmachen. Hier ist auch wiederum Spiegel drin. Also überall sind meistens Spiegeln drin und solche zwei Schwämmchen, aber die benutze ich nicht. Ich habe normale Pinsel. So sieht die Palette aus. 88 Farben, wie man sieht, von grün, rosa, blau, weiß, silber, schwarz. Also ist alles mit drin. Die Farben sind auch gut pigmentiert und ich finde, so für Anfänger sind solche Paletten meistens viel besser als solche kleinen Lidschatten, wo nur einer ist. Hier sind 88 Stück, kannst du von, keine Ahnung, Papagei-mäßig bis Karneval dich schminken und alles ist dabei. Und dann habe ich 3 Paletten, die sehen so aus. Die habe ich, glaube ich, aus Amazon bestellt. Die waren auch so 3 Stück zusammen, glaube ich. Das sind auch 88 Farben. Die eine heißt Hot Air, also über Erde. Das sind so Erdlidschatten. Genau, sind solche halt Erdtöne sind dabei. Sind auch manche sind matt und manche sind glitzernd. Dann haben wir eine, wie heißt die? Puresus Metals, also so metallmäßig. Moment, die gehen immer so ein bisschen schwer auf. Also sind auch solche verschiedenen. Auch rosa und grün dabei, auch ein bisschen Erdtöne hier. Und weiß. Also sehr gut. Und die dritte heißt, einfach nur Color Eyeshadow Palette. Gibt es jetzt anscheinend keinen Namen dafür. Hier sind eher solche bunten, würde ich mal sagen. Genau, da ist immer so ein Spiegel mit dabei und solche zwei Schwämmchen. So, und dann habe ich eine Palette, die ist jetzt ohne Namen, ohne alles. Die habe ich mir, glaube ich, bei Kleiderkreisen gekauft, wenn ich mich nicht irre. Und die sieht so aus. Das sind auch so Erdtöne, würde ich mal sagen, weil es sind eher doch so dunklere Töne. Aber ich muss sagen, die ist nicht so gut pigmentiert, ehrlich gesagt. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es nie bestellt. Die hat jetzt zwar nicht die Welt gekostet. Das, glaube ich, waren 12 Euro oder 13 Euro. Aber trotzdem denkt man sich, dass die Palette gut pigmentiert wäre. Weil das hat sie, die Verkäuferin mir nämlich geschrieben. Ja, die wären so richtig toll. Und wo die dann angekommen ist, naja. Also,
finde ich nicht so prickelnd. Jetzt sind auch matte Lidschatten dabei und auch schimmernde, aber die sind nicht so richtig. Die geben die Farbe nicht so richtig rüber, finde ich. Und dann habe ich noch kleine Paletten. Die von Essence, die war letztes Jahr im Winter. Das war Winter genau. Make a Wish heißt sie. Das sind vier weihnachtliche Lidschatten, also so Gold, Silber, Dunkelgrün. Finde ich auch sehr schön. Dann, was ich noch von Essence habe, ist so eine Smoky Eyes Palette. Die habe ich jetzt schon etwas länger. Ich weiß auch gar nicht. Fokussiert wieder nicht so, wie ich will. So, jetzt. Ich glaube, die gibt es auch schon gar nicht mehr, weil ich habe die schon recht sehr, sehr lange. Die Palette. Zwei dunkle Töne sind da. Einmal normaler schwarzer Matte und einmal glitzernder Matte. Die Palette ist von Catrice. Es sind so joghurtmäßige Farben. Sind auch eher matte. Die heißt auch nämlich Frozen Joghurt 100, genau. So. Dann habe ich von Maybelline diese schöne Palette hier. Die fand ich auch sehr schön, aber wie ihr seht, der erste Lidschatten ist mir kaputt gegangen. Was heißt mir kaputt gegangen? Mein Sohn hat ihn mir rausgepopelt und kaputt gemacht. So sieht er aus, weil man fängt von der ersten Farbe, zweiten, dritten, vierten und hier auf der Rückseite ist es dann halt beschrieben, wie man das aufs Auge aufträgt. Und die Farben sind sehr glitzernd, deswegen. Aber sind sehr gut pigmentiert und die gibt es, glaube ich, immer noch bei Maybelline. So, dann habe ich von Catrice auch diese Palette, die ist auch von 2015, also von Weihnachtszeit gewesen. Die ist auch mit einem Spiegel dabei und hier ist wieder so ein Schwämmchen dabei. Und wie ihr seht, sind solche eher dunkleren Farben, also so ein bisschen erdtönig. Aber es sind alle, nee, nicht alle, zwei Stück, drei sind matt und der Rest ist so glitzernd. Genau, die heißt Eyeshadow-Palette C01 Blaze of Glory. Ich finde das ja schön wegen der Verpackung, hier sind so Sternchen. Dann habe ich von Essence nochmal, die ist von 2014, glaube ich. Die Palette war auch im Winter, also auch so winterlich ist sie. Die geht hier so auf, so wie so ein Buch hier, so 3D gemacht. Hier ist auch so ein Schwämmchen mit drin und auch solche eher weihnachtliche Töne, also würde ich mal sagen. So blau, grün, hier ist so vanillemäßig. Genau, und auf der Rückseite steht auch wieder, welche Farbe man mit welcher mischen kann, damit der Look am besten rauskommt. Und die Palette heißt 01 Meet Me, the Skin Loading. So sieht die aus. So. Dann habe ich wieder von BH Cosmetics so eine Palette. Das heißt, That's Hurt ist von einer englischen YouTuberin. Wurde die zusammengestellt, also nach ihren Vorstellungen und alles. Hier ist auch wieder so ein Spiegel mit dabei, in Herzchenform. Und dann hier sind die Farben. Die sind alle auch so glitzernd. Genau, und hier ist Rouge, Highlighter und Bronzer mit drin. Also quasi alles in einer Palette, kannst du mitnehmen. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was die gekostet hat. Aber ich verlinke euch den Link für BH Cosmetics Seite, da gibt es die immer noch. Könnt ihr nachgucken. Und die habe ich auch von BH Cosmetics, die geht hier so auf. Und dann kann man die hier so auseinanderklappen. Hier sind links und rechts jeweils Lidschatten. Und dann geht hier oben das auf. Da ist ein Plättchen rausgefallen. Wieder ein Spiegel. Und ich drehe mal das so. Und hier sind Highlighter, zwei Blushes und Bronzer mit dabei. Das ist auch sehr schön. Aber die Farben sind jetzt gemischt. Also auf der Seite sind so matte und auf der Seite eher so glitzernde. Genau.
Und was ich noch von BH Cosmetics habe, ist Judy Time Palette. Die ist so klein, sind mit 12 Lidschatten. Das ist auch einer amerikanischen YouTuberin, die Palette, die sie zusammengestellt hat. Ich finde auch die Farben sehr schön. Hier ist wieder ein Spiegel mit dabei. Und so sehen die Farben aus. Also ich finde, die Farben kann man auch ganz normal im Alltag benutzen. Sind etwas matte dabei und auch wieder glitzernde, aber ich finde den Ton sehr schön. Und die zwei. Genau. So. Und was ich noch habe, sind 4 Sleek Paletten. Sleek finde ich auch sehr schöne Firma, die ist auch nicht so teuer und hat auch sehr verschiedene Paletten davon. Ich habe jetzt 4. Die erste heißt Naturell 601. Das sind so naturelle Farben. Aber was ich scheiße finde, ehrlich gesagt, dass man die nicht so gut aufmachen kann. Oder ich zumindest nicht. 2 Stunden später. Moment. So, nach ein bisschen Verstärkung habe ich die Palette doch aufgekriegt. Hier ist so ein Spiegel mit dabei und ist so eine Folie. Und auf der Folie sind halt die Namen, wie die Lidschatten heißen. Also so sieht die Palette aus. Wie man sieht, habe ich den Ton hier und den immer am meisten. Also die Palette finde ich sehr schön für Alltag, weil die Töne so erdmäßig sind. Halt nicht so auffällig. Ich finde das sehr, sehr schöne Palette. So, ich zeige euch mal die Palette. Das ist die Storm Palette 578. So sehen die Farben hier aus. Finde ich auch sehr schön. Ich habe am meisten die 2 hier unten benutzt und den hier. Also sind auch sehr schöne. Es sind natürlich matte dabei und auch glitzernde, also Lidschatten. Genau. Und bei jedem ist auch noch so ein Schwämmchen mit dabei, aber die lasse ich meistens drin, die benutze ich nicht, weil mit denen kann man nicht so gut auftragen, wie man vielleicht gerne hätte. So, dann die nächste Palette heißt Vintage Romance 141. So sehen die Farben hier aus. Das sind eher, würde ich mal sagen, so dunkle Farben. Vielleicht eher für den Abend oder wenn man einen schönen Smoky Eyes machen will. Ist nicht unbedingt schwarz, sondern eher so Bordeaux-farbene. Oder solche dunklen Farben. Hier ist auch schwarz mit Glitzer dabei, was ich sehr schön finde. Ich habe jetzt den Ton hier am meisten benutzt. Wenn ihr mal wollt, kann ich euch vielleicht mal einen Look schminken, den ich immer mit den Sleek Paletten mache. Müsst ihr mal mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr das gerne hättet. Und die letzte Palette, die habe ich jetzt gar nicht benutzt. Die ist noch neu. Das sind alle Lidschatten matt und die heißt Ultra Mattes V2 731, so sieht die aus, die Palette. Es sind alle matten Töne und wie man sieht, die sind auch relativ dunkle Töne, finde ich. Aber es gibt auch natürlich helle, wie zum Beispiel weiß jetzt hier oder beige, so ein rot, nee, so ein orange ist das, aber sieht in der Kamera wie rosa aus. Und der... Genau. Und dann habe ich auch etwas teure Paletten natürlich auch. Die habe ich bei mir im Tisch liegen, weil ich die sehr, sehr oft benutze für den Alltag. Und die zeige ich euch mal gerade, wenn ich die ein- und ausklingen würde. So, das wären einmal die Naked Paletten. Ich habe einmal die Naked und einmal Naked 2. Sind auch wie immer Spiegeln mit dabei und Pinseln. So sehen die Farben hier aus. Es sind auch matte Farben und schimmernde. Genau. Ich benutze meistens die 2 helleren Töne oder hier die dunklen. Und die Naked 2 Palette ist auch wieder mit einem Pinsel, mit einem Spiegel hier dabei. So sehen die Farben hier aus. Manche sagen, die Farben sind ähnlich. Nein, nicht ganz. Die Farben sind nicht ähnlich und sind auch nicht die gleichen Farben. Es gibt einen Ton oder zwei, die kommen in den beiden Paletten oder sogar in den allen 3 Paletten vor. Aber ich finde das jetzt nicht unbedingt schlimm.
So sehen die Töne. Auch hier sind matte und wieder schimmernde dabei. Ich benutze meistens die zwei, die hier hinten und diese vorne gerne. Genau. Und dann so ein Nude dazu. Die Palette habe ich, die heißt jetzt Just Nude. 12 Farben, die habe ich mir bei Douglas geholt. Gab es, glaube ich, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Und ich glaube mal, da sollte die Dupe sein zu der Naked Palette. So sehen die Farben auch. Hier war auch ein Pinsel mit dabei. Und ich muss sagen, die Farben finde ich jetzt nicht so begeisternd. Also nicht, weil die nicht sehr schön wären oder so. Nein, die sind nicht so gut pigmentiert. Also die geben nicht so die Farbe ab, wie die jetzt hier in diesem Fändchen drin sind. Klar, die Palette lohnt sich vielleicht für denjenigen, der gerade mal angefangen hat, sich zu schminken oder so im jüngeren Alter, zum Beispiel 12, 13, 14, dass man nicht so ein dickes Make-up drauf macht, dann ja, dann würde ich sie natürlich nehmen. Aber jetzt so für mich, wo ich schon etwas älter bin, finde ich die Palette jetzt nicht sehr gut. Die war auch jetzt nicht teuer, die hat um die 7, 8 Euro ungefähr gekostet, im Gegensatz zu den Naked Paletten. Ist das natürlich schon ein Unterschied, genau. Das waren alle meine Paletten, die ich habe, die ich mal mehr, mal weniger benutze. Ich wechsle das immer. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! You're the light, you're the night, you're the color of my blood.